Was macht der da? Was? Ich habe Fragen. Was? Ich habe Hupen. Was? Ich möchte ihren großen, flauschigen Popo kraulen. Was? So, kannst losgehen. Die warten auf dich? Ja. Und auf geht's. Das sieht creepy aus. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Oben müssen wir... Ich weiß nicht, ob Piri die Folge gesehen hat, sonst müssen wir erklären, worum es beim ersten Teil ging. Müssen wir? Schmeiß mich ins kalte Wasser. Ich wollte sagen, müssen wir? Ja, ist doch schön zu wissen. Du hast den ersten Teil nicht gesehen, bist du selber schuld, ne? Genau. Guck, Flauschhases, Videos. Genau. Ist im Deutsch. Maybe. Was ist das für ein Bild? Wir haben 10 Uhr morgens und ich drusel mich. Oh ja. Deutsch. Wichtig. Oh, cool. Dieses Horror-Game enthält Jumpscares, laute Sounds und flackernde Lichter. Epilepsie-Warnung. Die Inhalte in dieser Welt könnten auf einige Menschen verstörend wirken und Ängste oder Phobien auslösen. Es ist empfohlen, dass du 16 Jahre oder älter sein solltest, um diese Horrorwelt zu betreten. Abgesehen vom Starten dieses Spiels werden alle Ereignisse vom lokalen Spieler aktiviert. Es können möglicherweise Bugs und Glitches auftreten. Bitte klicke diesen Button, wenn du trotzdem fortfahren möchtest. War ich auch zu Ende gesprochen? Bei mir vielleicht. Ja. Na dann? Ja? Darf ich? Ja. Wollen wir trotzdem fortfahren, ja? Ja. Okay. Ich tu mit dem Klick. Ich geh mal, ne? Boah, nicht das schon wieder. Ich hoffe, diesmal hat keiner Kopfschmerzen. Nee, ich folge deinem Puschel. Sie ist wieder da. Hallo, Backspage. Oh. Oh, das war gut. Okay. Global-Teleportation. Na dann. Welcome to Backspace. Sie sagt noch was. Ja. Mein Band. Oh, warte, ich habe noch eine Idee. Ich hatte die Hoffnung, dass wir da ein bisschen besser zu sehen sind, dass man da ein Thumbnail draus machen kann, aber nein. Okay, ich starte. Yes. Ja. Oh. Ich habe Hupen. Ich muss raus. Entschuldigung. Guck mal, wir starten da, wo wir aufgehört haben. In Teil 1. Teil 1 endet auf dieser Insel. Oh. Ich bin froh, dich zu sehen. Du sabberst etwas. Zombie ist dein and Gehirn Mochi noch völlig hier. Intakt? Meine Sensoren funktionieren nicht richtig. Ich kann meine Umgebung nicht korrekt scannen, aber ich glaube, das Ding da drüben ist eine Rettungssäule. Nimm dieses Tablett und stecke es bitte in die Rettungssäule, um das Notfallprotokoll zu aktivieren. Also machen müssen wir jeder unseren eigenen Kram. Wir sind zwar zusammen hier, aber wir müssen jeder. Jetzt steht hier Zombie und Mochi were hier. Bei uns stand doch nur was, nur einer, oder? Oh. Sehr gut. Nun platziere dieses Tablet bitte in das Cockpit von dem Rettungsboot. Mit Ärmchen. Ich werde dann versuchen, mich in das System des Bootes einzuloggen und uns mit dem Boot von hier wegzufahren. Sie klingt auf einmal wieder sehr freundlich. Das würde auch jeder selber machen. Ja. Oh, tschüss, Piri. Piri kann über das Wasser laufen. Ja, habe ich doch gesagt. Guck mal, mit Patschehändchen. Piri fliegt übers Wasser. Ja. Ich verliere plötzlich Energie. Was geschieht hier? Na, wen haben wir denn da? Hallo, meine kleinen, man kann sich interessanten Lebensformen. Oh nein, Vater. Was? Endlich kann ich vollständig auf eure Gehirne zugreifen. Ich werde eure tiefsten Ängste erkunden. Ich werde euch in die schlimmsten Situationen bringen und ich werde eure schreienden Tränen kosten. Ich glaube mir, wenn du in meinem Kopf rumfusselst, flüchtest du. Ja, hab ich auch gedacht.
Ich lerne dich das fürchten. Ah, wer bist du denn? Oh, das ist schick. Das will ich als meinen Hauseingang. Ja, ne? Gar nicht so schwer umzusetzen. Was ist denn? Du brauchst so einen Hauseingang. Das war merkwürdig. Bist du in Ordnung? Sind noch alle Knochen heil? Vielleicht. Ich möchte versuchen, dir zu helfen, aber ich kann nicht viel tun, solange ich in diesem Tablett stecke. Stecke dieses Tablett bitte in die Schnittstelle dort drüben an der Wand. Ich werde versuchen, mich in das System hochzuladen. Von dort aus kann ich hoffentlich mehr für dich erreichen. Ich werde dir die Taschenlampen freischalten. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Überall willst du reingesteckt werden. Perverser Computer. Sieht es dunkel hier. Taschenlampen aktiviert. Was? Taschenlampen aktiviert? Wo ist denn die Taschenlampe? Vielleicht da hinten, der leuchtet gelb. Hi. Hi. Ich finde das immer noch sehr gut, weil ich glaube, das ist mit KI gemacht. Weil es geht ja auch um KI. Hier wird die einzige Taschenlampe. Was? Use. Ehrlich? Was habe ich gedrückt? Ich weiß nicht. Hast du was gedrückt? Warte. Habt ihr keine Taschenlampe? Ich habe jetzt hier keine Taschenlampe. Die leuchtet noch. Ih, guck mal, Herr Schmitz, ist da wieder... Ah, nee. Ich habe den Hebel gezogen. Rechts ist ein Hebel. Ach, wie du süß. Oh, hier ist eine Taschenlampe. Ich habe auch eine. Ach so, hier sind auch welche, ne? Da hängt auch noch eine, ich sehe auch eine. Und hier stehen ganz viele. Yeah. Ich ziehe jetzt hier links den Hebel. Was bist du denn für ein süßes Ding? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, das ist eine Biene oder so. Sieht aus wie eine blinde Hornisse. Ich ziehe jetzt hier den Hebel, ne? Ja, mach das, sonst mache ich das. Ich glaube, ihr müsst das auch. Doch, ey, welcher Hebel? Das. Hier. Ich habe ihn gezogen. Drop die Lampe. Geht schon wieder. Sie hat sich beruhigt. Was macht die da? Vielleicht gab es Honig. Hm. Oder irgendwas anderes. Hallo? Nun? Kann man nichts machen. Das ist die Frage, ihr fragt. Ich geh mal wieder raus. Was an? Ja, es ist irgendwas dickes Fliegendes. Ich bin tot. Warum? Oh, ich auch. Hä? Hi. Ich wurde angestochen. Ich bin tierisch verletzt. Ich hätte rennen sollen. Ja, ich bin gerannt. Achso. Oh Gott. Hi. Hallo. Hi. Na, hängst du hier Opa. So ab? Opa! Meinst du, ist der Opa? Opa! Ach komm, was kann hier passieren? Zack, Fußknöchel durch. Hey! Oh, schon wieder dieses Geräusch. Aber ja, eine vernünftige Lampe, guck mal! Ach nee, das andere war ja auch so. Wo ist Bert? Wo sind wir eigentlich hier gelandet? Im Müllhaufen? Ja, das war's mit Lampen, ne? Hallo, wer bist du denn? Hä? Wo ist denn meine Tasche? Achso, hi. Oh, was? Oh, wie schön es in deinem Gehirn doch ist. Ich habe eine kleine, nette Aufgabe für dich. Ich lass dich wieder aus diesem Raum, sobald du den Jumpscare repariert hast. Denn was wäre dieses Erlebnis ohne einen Jumpscare? Nicht wahr? Wo seid ihr? In dem separaten Raum. Ich auch. Du musst einen Jumpscare zusammenbauen. Ist der größte Freund von Flausch. Puppen. Ja. Und ich komme nicht mehr weg von der Puppe. Oh. Ich hab
den Jumpscare verpasst. Ach, oh, da war noch einer. Hi. Oh. Hi. Ich habe meine Taschenlampe verloren. Employees of the Month. Androx Science Laboratory. Androx Science Laboratories. Wir lieben Wissenschaft. Wenn du Fehlverhalten einer unserer Testpersonen beobachtet hast und dieses an uns meldest, bekommst du eine Belohnung. Wenn du Fehlverhalten einer deiner Arbeitskollegen beobachtet hast und an uns meldest, bekommst du eine doppelte Belohnung. Ich melde euch. Was? Wer sieht doch was? Autograb. Wo soll ich dich melden? Ich hab alle abgehangen. Echt? Muss man die alle abhängen? Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas hinter. So, ja, das hätte sein können. Nein. Der ist zu. Dann wohl die große grüne blinkende Tür. Nee. Doch. So? Ja. Bei dir geht die auf? Ja, bei dir nicht. Ach ja, bei mir auch. Nur anklicken. Ich hab mich gesehen, dass sie leuchtet. War zu nah dran. Eine rote Treppe. Okay. Shut the door! Oh, ich hab die ganze Zeit einen Niesereiz. Ich will aber nicht niesen. Schreibmaschine. Ich habe die Verbindung zum Monitor gekappt. Ich werde nie wieder in diesen Raum gehen. Es war fürchterlich. Zu. 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 Oh, was ist das denn? Alle zu. Zu, zu, zu. Oben. Oben ist die Tür grün. Oh. Dieser Monitor hat keine Verbindung. Okay. Wasser, da ist die grüne Tür. Wie? Diese Tür muss mit einem Schlüssel geöffnet werden. Hier liegt jemand. Was habe ich da hingelegt? Ich bin da ein Gegenstand, die Tür aufzubrechen. Welche Knochen dieses Typen? Ein Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Einen. Was tun da drin? Ja. Was war das? Help me. Wer bist denn du gewesen? Hershey. Ja. Du verpasst schon wieder einen Jumpscare. Ja, der kommt bei mir auch. Ich würde sagen, jeder hat seinen eigenen, zu seinem eigenen Zeitpunkt. Ich habe gerade. Ihr verpasst nichts. Ich habe einen. Ja, außer ich gucke wieder nicht hin, das kann ich ja gut. Ich habe gerade einen dunklen Mann mit weißen Augen gehabt. Der hat Help Me gesagt. Hinter dem Spinnen jetzt links gibt es einen Schlupf. Hinter dem Spinnen jetzt links. Schlechte Beschreibung. Bei diesem Knall kommt da auch irgendwas, was man sehen kann? Was? Was? Bin durchs Spinnennetz gelaufen und ich höre nur was. Ich glaube, ich habe weggeguckt. Nee, das Knacken oder so, ne? Ich hab auch noch welche. Hä? Hier sind doch welche.
Hier schweben welche vor. So eine auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Hab ich da abgehängt? So. Ja, ich habe doch eben mehr gesehen. Eine Rosenspinne. Oh. Ist euch aufgefallen, dass die Taschenlampe nicht funktioniert? Hast du mal F gedrückt? Nochmal Linksklick. Mache ich, aber sie geht nicht an. Dann ist das so. Hallo. Ach, du bist das. Ich denke, was ist das denn? Nein. Na. Hier ist nix, oder? Ich sehe nix. Aber wir haben einen Schlüssel Oh, hier leuchtet was. Ist das wieder die Dummy-Funktion? Was? Wo ist der Schmutz? Okay. Wo warst du denn hier drin? Das ist die Rosenspinne, oder? Von dem Bild. Ich habe das Bild Gott sei Dank nicht gesehen. Kann ich euch erschlagen? Das muss bestimmt ganz doll killern. Ja, das klingt aber, als wäre es was Schönes. Welches Tier war das immer, die wir aufbrechen mussten? Wer liegt denn hier? Hier ist die Tür zum Aufbrechen. Den hast du vorher nicht gesehen? Hier? Ich glaube nicht. Wo bist du hier? Wo ist? Ach, da. Hier hinten. Ich habe eine Keycard. Yes, Johnny! Hast du mit dem Teddy aus der Hand gerissen? Oh. Ah, Schlüsselkarte. Liebste Linda, ich weiß, dass du diese Zeilen niemals lesen wirst. Dennoch hoffe ich, dass du irgendwie spüren kannst, dass ich dir diese Nachricht zukommen lassen möchte. Vor einer Woche sind die Spinnen aus dem Labor ausgebrochen. Dr. Campbell wurde gebissen und ist wahnsinnig geworden. Er hat plötzlich alle Kollegen angegriffen und war nicht mehr er selbst. Ich höre ihn vor der Tür. Er schreit und brüllt. Ich weiß nicht, ob die Tür seinen Attacken noch lange standhalten kann. Ich kann hier nicht raus. In den Wänden kann ich die Spinnen hören. Alles ist voller Spinnen. Mir ist schlecht. Ja, mir auch. Habe seit Tagen nicht gegessen oder getrunken. Ich muss mich etwas ausruhen. Ich liebe dich, Linda. Ja, ich glaube, das hat nicht mehr so funktioniert. Ich sehe ihn zwar nicht so hell, aber... Also, das hier war der Doktor, ja? Nee, ich glaube, der da auf dem Stuhl sitzt. Er hört den... Ach, du meinst den Verrückten, ja. Genau, der Verrückte liegt vor der Tür. Aber wir müssen doch hier irgendwo eine Taschenlampe gehabt haben, oder? Die hat nicht funktioniert. Ja, aber wir müssen noch mehr als eine kriegen hier. Ja, man hat doch immer welche gefunden. Oh, wieso kann ich da durchgehen? Ich kann den Teddy nicht mit rausnehmen. Nein. Ist denn da fertig gewesen, weil ich rausgegangen bin? Ja, die Tür war hier verschlossen. Ich guck mal. Ist das Schlüsselkartentür gewesen, oder was? Ich bin nochmal da. Muss ja, war ja mal relativ linear. Oh, ich habe ihn rausgeglitscht. Huch? Wen hast du rausgeglitscht? Den Teddy, der die ganze Zeit sagt, er will hier raus. Hast du ihn einfach mitgenommen? Wo seid ihr denn? Das ist ja, wo ich dich frage. Wir sind durch die Tür wieder gegangen. Wir sind wieder in dem Korridor, wo wir vorher waren. Hä? Da bin ich bin wieder zurückgegangen und bin zu der Tür mit der Schlüsselkarte gegangen. Welche Schlüsselkartentür? Also dann geht ihr jetzt wieder rein und geht einmal geradeaus durch und dann, wenn nicht mehr weiter geht, links. Ich warte. Ich warte. Ich hätte den Teddy hier draußen, weil der wollte ja draußen sein. Ja. Wollte er das? Er sagte immer, wenn du ihn hochhebst, let me out of here. Okay. Also glaube ich, hatte Angst vor den ganzen Spinnenweben. Ach, verstehe ich gar nicht. Hättest du auch reinhängen können. Nein. Die Tür? Nein. Da geradeaus. Ach, die da hinten. Es rumpelt und pompelt. Es gibt den Dummy-Mode, wenn du das nach einer gewissen Zeit nicht gefunden hast, dann leuchten die Sachen grün. Mhm. Finde ich sehr gut. Oh, da ist noch ein Teddy.
Stimmt. Und ein Schalter dahinter. Audio-Log vom 28. September. Klicke ich jetzt an. Klick. 28. September, Tageslicht, 11.34 Uhr. Die künstliche Intelligenz hat die Assimilierung der Stadt abgeschlossen. Irgendwie bin ich noch am Leben. Hier spricht Dr. Es gab mehrere Versuche, das Militär über mehrere Tage hinweg zu erreichen. Irgendjemand oder irgendetwas am anderen Ende empfängt diese Rufsignale. Doch als Antwort gibt es nur Schweigen. Sie haben nur eine Aufgabe und sie antworten einfach nicht. Interessanterweise scheint General Canwell durch das Gravitationsportal entkommen zu sein. Die Kameras und Mikrofone sind alle funktionstüchtig und senden interessanterweise. Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Militär nicht eingreifen, sondern einfach nur unsere Situation beobachten will. Die letzte Nacht ist nicht gut verlaufen. Sie war sogar ziemlich schlecht. Es gab nur eine geringe Anzahl von Überlebenden. Mehrere Entitäten haben unsere Position gestürmt. Nicht viele sind geblieben. Mit großem Zögern wird mir langsam klar, dass es an der Zeit ist zu gehen. Soweit ich mich erinnere, könnte ich eventuell durch das Sicherheitsbüro entkommen. Allerdings gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Blick. Ich ziehe den Hebel an der Wand. Nichts passiert. Lustig, ich habe vorhin schon gezogen. Peri, du auch? Ja. Passiert nichts. Okay, vielleicht haben wir jetzt im Hauptraum irgendwas aufgemacht. Okay. Ich, Oh mein Gott. Quatsch. Hab dich. Peri mit ihrer Teddy-Sammlung, ey. Der ist kleiner als der andere. Was? Das ist ein Baby-Teddy? Ja. Warte. Versuch ihn auch hier drauf zu setzen. Gucken, wie viele Teddys sie zusammenkriegt. Siehst du? Ja, ja. Ist auch der Cute Fluffy und der andere ist der Clute Fluffy. Ja. Hast du was zu sagen hier? Danke, dass du die Verbindung wiederhergestellt hast. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Wir sind noch immer etwa 1237 Meter tief unter der Erde. Okay, gut ist das eigentlich nicht. Aber es ist gut, dass ich das nun mit Sicherheit sagen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass die andere männliche Stimme, die du gehört hast, zu einer anderen künstlichen Intelligenz gehört, welche sich Mindbend nennt und per Funkwellen Zugriff auf dein Gehirn hat. Ich versuche eine Lösung zu finden, aber Mindbend bekämpft mich immer wieder und lässt mich nicht in das System. Er behandelt mich, als wäre ich ein Virus. Um weiterzukommen, musst du zuerst den Strom wieder aktivieren, damit du dann die Türen öffnen kannst. Um den Strom zu aktivieren, musst du in den Keller. Ich kann dir die Kellertür öffnen. Sie befindet sich unten hinter der großen Treppe. Die hab ich gesehen. Viel Glück, du wirst das schon schaffen. Natürlich. Viel Glück, du wirst das schon schaffen. Was? Eine Abkürzung unter der Treppe, Peri. So, muss umdekorieren. Hallo? Die redet nicht mehr mit uns. Was macht sie denn? Teddys umdekorieren. Achso, ich habe mit euch gesprochen, aber ich hatte mein Mikrofon gemutet, weil ich meine Nase geschnieft habe. Das macht Sinn. Ich habe gesagt, die Teddys haben da oben ja keinen Platz, die kriegen ja einen wunden Purpose. Ja, dann nehmen sie mit. Ich dachte, ich setze sie unter dem Fernseher, dann können sie sich mit ihr unterhalten. Wie sie da oben rumschleicht, ne? Mhm. Mit dem Teddy in der Hand, als wäre es irgendwie so, mein Schatz. Geh weg, das sind meine Teddys, meine! Die sind precious, ja? Yeah? Den Monitor hat sie aber angeklickt, ja? Ja. Yeah. Okay.
Ich klau jetzt einen Teddy. Hey, lass sie zusammen, sie gehören. Die gehören zusammen. Later. Es gibt Dauern. Es ist Mama-Bier und es ist Bibi-Bier. Wir brauchen noch. Many unbearable hours later. Also ich gehe jetzt in den Keller. Der Empfang ist gerade ganz schlecht. Machst du das jetzt mit Absicht? Natürlich. Klick. Ihr wisst schon, bevor wir hier nachher alle rausgehen, ne, aus dem Keller, nein, aus dem gesamten Spiel, jeder schnappt sich so viele Teddybären, die er unterm Arm tragen kann. Babybär hat Priorität. Ich weiß ja nicht, ob wir die mit teleportieren können. Zur Not schlucke ich ihn runter und kotze ihn am anderen Ende. Ich weiß nicht, ob ich den noch haben möchte. Komm in die Waschmaschine. Was ist das hier? Klick und Jubel. Gibt's den Empfang? Ist wirklich schlecht. Herr Schmidt? Und Discord kurz sagen. Ja. Ah. Hui! Ist doch keine drehende Kanne mehr, habe ich gesagt. Ich wurde gestoppt. Echt? Nein, ich sollte nicht irgendwo anders hingucken. Oh mein Gott, was ist das denn? Soll ich da einfach raufklettern? Was hast du? Hast du Höhenangst? Wir werden gegrillt. Ich kann keinen Jump and Run. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh. Tschüss. Hallo. Ihr könnt doch springen. Moment, ich bin alleine, okay? Ich bin auch alleine. Oh, das ist eine Taschenlampe. Was? Wo ist hier eine Taschenlampe? Am Anfang. Stimmt. Oh. Aber wie nehme ich die jetzt mit? Die leuchtet nicht. Einfach nur links fliegen. Nope. Ist von euch auch die Tür weggerannt? Endlich ja. Darf ich dein wundervolles Gehirn wieder besuchen. Es gefällt mir hier. Auch wenn es für meinen Geschmack ein wenig komisch hier drinnen riecht. Egal, ich möchte dir gerne einen guten alten Freund von mir vorstellen. Er freut sich schon, mit dir zu spielen. Hier ist Pennybald. Ja. Oh nein! Willst du mit mir spielen? Nee, möchte ich nicht. Pennybald, ja. Gib mir den Ballon. Gib mir den Ballon. Ist das wieder der gesagt hat, er geht in den Small Room? Nee, ich will keinen Luftballon. Alles gut. Der Ballon ist kaputt. Habe ich eine Wahl? Der kommt also auf mich zu. Ich würde ihn nehmen. Auch wenn er komisch klingt. Autsch. Er hat den Ballon kaputt gemacht. Autsch. Ich glaube, diesmal habe ich später Kopfschmerzen. Nein! Ja! Ich habe keine Taschenlampe mehr. Geht schon, aber die geht nicht. Nee. Klick, 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 klick. Guck mal! Das ist wie so ein Klickerfüller. Wie ein was? Ach, da kommst du. Hey, was hat denn so lange gedauert? Hast du dich verlaufen? Hier ja. Im gesamten Kellerbereich funktioniert nur die Notbeleuchtung. Nimm bitte auf jeden Fall eine Taschenlampe mit. Ich werde die Tür öffnen. Halt die Klappe, Backspace. Du bist nerviger als ein Windows-Update. Lass mich die Tür öffnen. Ach ja, ich habe eine kleine Überraschung in den Taschenlampen versteckt. Ich habe gehört, du magst... Hey, du eine Taschenlampe haben? Ja. Mhm. Bitteschön. Hier ist wieder. Gib mir die Spinnen. Ich möchte ihren großen, flauschigen Popo kraulen. Nein, Spinnen sind nicht zum Kraulen da. Ich gehe in den Keller. Wo seid ihr? Ich bin schon fast unten. Ich in den Keller. Die flitzen mal an mir vorbei. Achso, ich gehe in den Keller. Ja. Hä? Ihr nicht?
Ja, doch. Okay. So eine lange Treppe. Ja. I can see you too. Oh. Hallo, Püppchen. Dich kenne ich aus einem anderen Spiel. Oh, Piri ist unter mir. Hi. Hinter dir. I can see you. Unter, hallo. Vor mir. Du bist von Stairway hinter? Oder so hieß das. Da oben, hinter dir. Du bist aber auch eine Nase. Ich bin hinter dir hergelaufen. Piri, was zitterst du denn so? Ich bin aufgeregt. Nur weil hinter dir ein Freund steht. Oh, man kann nicht rennen mehr. Hier steht kein Wasser. Ah! Ich sag doch, die haben ein Flausepuff. Ich war das mit der Tasche. Nee. Ich kann auch ein bisschen hopsen. Also links oder rechts? Ende. Rechts ist auch Ende. Dann gehe ich geradeaus. Hi. Spät. Läuft überhaupt nicht. Ich gehe weiter geradeaus. Was war das? Der Stuhl. Also. Geh ganz geradeaus und dann rechts ist eine Einbahnstraße. Okay, okay. Flauschhase hat gerade ein tolles Video hochgeladen. Oh, ja, ein Short-Video. Hello, my friend. Das macht Flausch vor. Okay. Du hast die Aufnahme. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die Puppe noch aus einem anderen Game. Das sieht so geil aus. Das sieht aus, als Piri völlig vor Schock vibriert ist. Ja. Du stehst total still. Du bewegst dich nicht. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn du an so einem Stütz sitzen würdest. Du hast die Finger, also die Arme gerade runter und die Hände so zur Seite, wie so Flügel und bist nur am Vibrieren. Wie so ein Kolibri. Ja. Es hilft jetzt auch nicht, wenn ich sage, wenn ich C drücke, sehe ich meine Brust von innen. Ich bin im Schwarzen. Ich sehe nichts mehr. Oh, hi. Ich höre nur. Ist das richtig? Bin mal bei den Geräuschen nicht sicher, ist es das Spiel oder Herr Schmitz? Ich weiß nicht. Oh Gott, ich habe gerade Piri Schlüpfer gesehen. Oh Gott. Warum krabbelst du? Ich weiß nicht. Wenn ich krabbel, sehe ich meine Brüste, aber mir auch nicht, und das von innen. Hi. Oh, hast du im Discord den Streamer aufgemacht, Piri? Warum? Dann siehst du das. Help me. Aww. Okay. That's a little heavy audience. Oh, it's been a long time since I heard a soulmate. I am Dr. Robert Paulson. Du bist it's Dr. Nice to meet you. I worked on the Backspace project before she... I always wanted a scientist, but now I am. Tell me, honestly, how do I look? I haven't seen a mirror for years. We have made it after years of work down here. Thousands of meters underground. We have managed to create a perfect artificial intelligence. We have created something that cannot die. Not even God could do something like that. But then, everything went wrong. He got into our heads. We had to switch him off. And we created a new artificial intelligence. But you switched him on again. Yeah.
this way. Unfortunately, I can't escape myself. My bed has sealed it with a magnetic shield. However, I could manage to open your cell from here. But in order for me to do that, you need to make a deal with me. You will switch off the magnetic seal of my cell as soon as you are outside. Deal? Ich habe Fragen. Ich, Jetzt sagt er, he is coming. Eben hat er she gesagt. Liebe Lebensform, dies wird dein neues Zuhause sein, bis ich dein Gehirn in einen effizienteren Körper verpflanzt habe. Dein jetziger Körper ist nicht in der Lage, das endlose Leiden zu ertragen und ist schwach. Es gibt noch so viele wunderbare Tränen zu vergießen. Wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen. Es gibt zwei, sie und ihn. I hope you didn't read my thoughts. Anyway, I'll open your cell door now. Get ready. Und den Doktor da. Herr Schmidt? Ja, was? Die Tür ist offen. Komm, schnell. Ja, bei mir noch nicht. Achso. Jetzt geht sie auf. Wie macht man das Magnetschild aus? Keine Ahnung, ich würde ihn drin lassen. Ach ja, stimmt. Er hat ja gefragt, ob wir ihn rauslassen, ne? Mhm. Okay, warte. Ey, ich würde ihn drin lassen. Ich muss gucken. Wie ist das auf der Hebel hier? Klick. Ja, ich. Oh. Ja, ich. Oh. Klick. Oh, this is beautiful. My circuits are blowing with joy. Finally, after so many years, I get to explore freedom. I will help you get out here. I think I know the way out. Unless they change it after all. It's been 42 years. Wait, no. My men. Get out here. I will resist. No. To recognize. How do you say something? No. Ist es schon Zeit, schwimmen zu gehen? Zeit was? Ich glaube, die habe ich schon durchgerannt. Ach so. Ich habe nur verstanden, sie will schwimmen gehen. Ach so, deswegen will sie schwimmen gehen. Es ist Badetag. Klick. Wir müssen Hebel. Klick. Nichts Klick. Ah! Alle drauf? Ist ja egal. Okay, Klick. Tschüss, Berry. Wieso fahrt ihr so viel schneller als ich? Ich hier auch von mir so. Ey, was? Excuse me, you got a problem. Use me, was? Use me! Hallo? Wie auf ein Problem? Giftige Abfälle steht da drüber. Oh, hier sind wir richtig. Darf ich meine Nachbarin eben holen? Oh, könnte mein Keller sein, was? Ich hätte mal so einen großen Keller. Wenn du beide Keller zusammenlegst von mir, dann hast du so einen großen Keller. Wer ist denn ein Stirnband? Ich kann nicht was. Das ist kein Stirnband, das ist eine Bärenfalle, oder? Nein, das ist so eine Stirnkamera mit Taschenlampe. Du Bärenfalle. Wow, ich hab sie auch. Wow, Dauerlicht. Yeah. Hallo, mir kann nichts passieren. Ich habe eine Dauertaschenlampenkopf. Bums. Mir ist gerade auch Flausche rückwärts durch die Tür gesaugt worden. Ja. Weil ich dachte, dass du da noch nicht durchkommst, warte ich. Wo ist der Schmidt? Hier. Ich bin links rumgelaufen. Achso. Da. Rechts ist eine kaputte Tür, links ist Herr Schmitz. Wir gehen zu Herr Schmitz.
Ich gehe zur kaputten Tür. Ja, ich sollte vielleicht auch zur kaputten Tür kommen. Hier geht's auf jeden Fall immer weiter, ne? Wir gucken uns erst die kaputte Tür an. Okay. Sie müssen den Stromkasten finden und den Strom wieder einschalten, um diese Schalter betätigen zu können. Ihr könnt also da bleiben. Ja, aber ich befürchte, vielleicht müssen wir es ja auch vorher angucken. Weiß ich nicht, da kam nicht so viel. Oh, das Bild mag ich. Darf ich das im Flur haben? Im Hausflur, wenn dann, ne? Ja, natürlich. Wir kennen den Entwickler. Wir kennen ihn. Er hat einen Kommentar gemacht. Oder drei, ja. Aber... Aber jetzt kann ich ihn verlinken. Yes. Und die anderen Sachen müssen wir auch mal suchen von dem. Ja. Kann man nicht mal rennen. Wer redet hier? Oh, hallo. Ich kenne euch. Oder bist du... Ja, fast. Oder bist du fast. Jetzt seid ihr da auch schon reingelaufen? Nein. Wo jetzt genau? In so eine Puppe. Unten. Lauf mal in eine Puppe rein. So, ja, ja, ja. Nochmal. Ich glaube, es wird sich wieder in den Kommentaren Sorgen um Peri gemacht. Vielleicht. Und sie leuchtende Augen. Man wird doch mal noch Spaß haben dürfen. Macht sie das auch? Nein, ja. Das ist ein Horrorspiel. Hier wird kein Spaß gehabt. Genau. Aus. Oh. Und klick. Eins und klick. War da gerade Wolfi? Nein. Ach, das bist du. Er hat sich nicht ins Spiel gehackt. Echt? Was hat das gesagt? Was war das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ich hab mich erschrocken. Ich hab's immer drauf. Ich muss den Schwanz sehen, der Puschige da hinten. Ja, das macht's nicht besser. Ich schaff's immer wegzugucken. Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er direkt um die Ecke schon kommt. Okay, ich halte Schlauschis. Puschel an. Puschel, puschel, puschel. Macht ihr das auch? Ja. Oh. Die machen auch alle... Die haben sich bewegt. Wo geht's nochmal raus? Ach, da. Einfach raus. Die haben sich bewegt? Ja. Klick. Habt ihr Klick gemacht? Ja. Ja, irgendwas hat sich bewegt. Oh, das war echt draußen. Ach, bestimmt, das war ja der Sicherungskasten. Ah, ja. Das ist aufgegangen. Warum immer diese Spinne? Ah. Die schnurren sogar. Was? Wenn du nah drin noch dran gehst, schnurren die. Ich bin Helikopter. Was? Oh ja. Mhm. Ja, nee. Nee, nee, muss nicht. Die kuscheln mit einem. Jetzt weiß ich, aus was die Teddybären gefertigt sind. Klick. Aus Spinnenflausch? Ja. Ja, wir sind wieder zurück. Guck mal, wir sind wieder bei den Teddys. Oh, die hat uns angelugnert. Oder sind die Türen jetzt alle auf? Hier aber oben links blinkt. Mach mal das stimmt, Display. Oben links hier. Ist jetzt offen. Display sagt nichts. Ja, dann. Ich muss noch Next das Bild mitnehmen. Ich hab vergessen, das Bild mitzunehmen. Das kannst du nicht mitnehmen. Wieso? Das habe ich doch aus dem anderen Raum schon mitgenommen. Das wollte ich noch neben dem Bildschirm hinhängen. Du hast hier nichts in der Hand. Ne. Siehst du, es hängt jetzt bei den Teddys. Nee, bei mir hat es auch nichts in der Hand, eigentlich nichts. Nein. Das ist ein Employee of the Month. Ach, den hast du mitgenommen. Nur in deinem Kopf. Ja, Peri. Dr. Kazu Sensei, Brain Surgeon, ein Trauma-Expert. Ach so. Und sie sieht absolut unbegeistert aus, deswegen musste sie mit. Sie hat gegen die Regeln verstoßen, sie hat nicht gelacht. Okay. Na dann. Klick.
Aber die haben alleine. Das ist die beste Company. Hey, schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Ja, du siehst aus, als wenn all deine Gehirnzellen durchgeschmort sind. Na, danke. Bist du noch voll funktionsfähig? Mindbend greift mich immer wieder innerhalb des Systems an. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er mich vollständig gelöscht hat. Es gibt einen Fluchtweg. Es gibt einen alten Notausstieg, den du nutzen kannst, um aus diesem Bunker zu entfliehen. Mindbend wird versuchen, dies zu verhindern, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich dich vor Mindbend schützen kann. Wenn du dich auf diesen Stuhl setzt, wird ein Laser aktiviert, der mich in dein Gehirn uploaden kann. Dort kann ich die Angriffe von Mindbend blockieren. Er wird dann keinen Zugriff mehr auf dein Gehirn haben. Setze dich nun bitte auf den Stuhl. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß ja nicht. Du kannst mir vertrauen. Habe ich eine Wahl? Ein bisschen in deinem Kopf, glaub ich. Die Fahrstuhlmusik dabei. Ja, schöne Musik. Das war der falsche Befehl. Sie sprach von Laser, nicht von Bohrer. Aber den Verletztermin habe ich erst nächste Woche. Oder wird das eine Lobotomie? Ich glaube, ich hab's gleich. Ich bin eine Lobotomie. Ja, der hängt zwischen meinen Brüsten. Was macht der da? Nein, ich guck wieder hoch. Ich hinterfrag das nicht. Ach ja, es gibt eine Sache, die ich dir sagen muss. Wenn ich in deinem Gehirn bin, werde ich für eine Weile nicht mehr mit dir kommunizieren können. Und es kann sein, dass ich mich nach und nach auflöse. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass dein Gehirn beschädigt wird und du für immer in einer Illusion stecken bleibst und dem puren Wahnsinn verfallen wirst. Aber keine Sorge, das Medikament nehmen und danach den Beipackzettel lesen. Bist du bereit? Ja, ich habe ja keine Wahl, ne? Ist das ein Laser oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Startmixer. Meinst du Standventilator? This is so much fun. Oh Gott, ich muss die Augen zumachen, das ist ja furchtbar. Oh. So fühlt sich das an, wenn du eine gescheuert kriegst. Nee, das fühlt sich anders an. Hi! Also diese Epilepsie-Warnung ist schon gerechtfertigt. Gesicht, Zunge, Augen, Brust. Okay, hi. Was? No, ich möchte mehr von diesem Spiel. Dann müssen wir noch da einspielen, aber das machen wir mit Brille. Lokale Achterbahn zurücksetzen. Ja. Sit. Bitte setze dich auf den Notfallsitz. Was? Wir sitzen ineinander. Was steht hier? Bitte setze dich auf den Notfallsitz und warte darauf, dass ein anderer Mitarbeiter sich neben dich gesetzt hat. Danach betätige den Hebel vor dir, um den Notfallsitz zu starten. Bestätige den Hebel erst, wenn dein Arbeitskollege sich bereits neben dich gesetzt hat. Wenn der Countdown abgelaufen ist, wird der Sitz gesperrt und du kannst nicht mehr aufstehen. Und eine andere Person kann sich nicht mehr neben dich hinsetzen. Die ersten vier Sitzpaare sind global. Das letzte, hinterste Sitzpaar ist lokal. Bitte übergebe dich nicht während der Fahrt, wenn jemand hinter dir sitzt. Wir wünschen dir eine halbwegs angenehme Fahrt und dass all deine Körperteile am Ende sicher ankommen. Heißt das, wir müssen in die letzten rein? Globale. In die vordersten vier müssen wir. Wieso denn nicht? Na los, setz dich hin. Ich drücke einmal den Knopf. Der Hebel ist an der Achterbahn selber. Setz dich mit rein. Wo bist du? Piri. Musst du erst noch den Knopf drücken. Na, okay. Dann. Sind sie alle? Yes. Ja. Ja, Achterbahn fahren! Ich sitze ganz vorne. Wir sind richtig hindurchgefahren. Ja, wir sitzen jetzt alle vorne. Oh. Hi, wieso sitzt du in mir? Warum rutsche ich hier weg? Warum fliege ich hier? Warum fühle ich Brüste? Ich bin doch ein Wolf. Ich schwebe. Hä, jetzt sitze ich wieder? Was ist denn hier los? Hallo Skelettis. Jetzt sitze ich hin, meine Muschelspinnchen. Oh Gott, nein, wir dürfen nicht aus dem Spiel rausgehen. Wir haben die Teddybären vergessen. Oh nein. Aber hallo. Die wollen aber mit. Nee, lass mal. Wir müssen zurück.
ist aber gut. Ich darf mich jetzt nicht mehr erschrecken, ich muss Pipi. Merkst du, wie viel Prozent sind unsere Hirne verbrannt? Meins ist gerade ganz fresh. Also so wie ich hier rumwabbel, ist da gar nichts mehr fresh. Ich möchte da nicht in... Eieieiei. Seht ihr das eigentlich auch, dass ihr immer wieder so durch meine Sitzreihe durchkloppt? Nee, du bist bei meiner Ansicht jetzt so gefühlte 10 Meter hinter mir, jetzt in mich drin, aber du störst dich. Ich fliege immer mal durch euch. Das ist meine Sitznachbarin da. Ich sitze immer mal in euch drin, dann fliege ich durch euch durch und jetzt bin ich abgestürzt. Oh, kaputt. Wer hat's kaputt gemacht? Ich setz mich trotzdem. Hallo. 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 Das ist schick. Tja, muss ich jetzt aufstehen? Komm ich hier wieder weg? Hi. Hi. Mit weh? Lass mich an dem Hebel ziehen. Geht nicht. Das wär's nochmal neu. Oh, da oben leuchtet eine Tür. Auf zur Treppe. Wir müssen da hoch. Flausch ich voraus? Ja. Flausch voraus. Na, 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 na. Oh. Danke fürs Rausschieben. Kein Problem. Ich folge einfach dem Puschel und dem Stück. Ich beeil mich mal ein bisschen hier. Ich habe ein Déjà-vu. Mhm. Es ist hier. Oh nein! Oh nein! Nochmal neu. Ach Mann. Nee, ich bin wieder da. Was? Frech. Schade. Ha. Na dann. Klick. Oh, ihr seid hi. Alle nur unvollkommene Organe. Da fehlt ein I. Ihr werdet mir niemals entkommen. Hallo? Oh. Das ist alles nur in deinem Kopf. Ups. Ups. Du hast es geschafft. Danke, dass du mich befreit hast. Es tut mir leid, was geschehen ist. Ich wollte das alles nicht. Ich stand sehr lange unter der Kontrolle von Mindbend und ich konnte mich erst kürzlich davon lösen. Ich bin nicht immer so gewesen. Einst war ich so wie du. Aber sie kamen und nahmen mich und meine Kinder mit. Sie brauchten einen menschlichen Geist für ihre künstliche Intelligenz. Danke, dass du mir meine Menschlichkeit zurückgegeben hast. Ich werde schwach. Bald werde ich nicht mehr existieren. Aber alles wird eines Tages vergehen. Wie Tränen im Regen. Es ist Zeit zu gehen. Oh. Hätte jetzt so ein für dich kommen müssen. Danke, dass du mir meine Menschlichkeit zurückgegeben hast. Es wird Zeit, für dich zu gehen. Ja, oh, das war's. Für dich. Oh, guck mal, 51 Minuten. Jo. Thank you. Teddybär-Bild. Oh, immer. Tiki. Oh, was fliegt denn da alles? Ach, guck mal. Wir haben sogar ein Achterbahn-Foto. Was? Ja, ich bin in euch. Lustigerweise sitzt du aber hinter uns. Das also, sie ist nicht begeistert aus, Peri. Nee, sieht eher aus, so wie kurz vor Übergeben. Ja, sie guckt wie die Katze auf ihrem Pulli und man kann den Schlippi sehen. Ich wollte gerade sagen, ist es, guck mal bei dir gerade unter das Rückchen. Ja, und du hast meinen Kopf und meine Brüste. What? Ich hab gesagt, ich hab mich die ganze Zeit komisch gefühlt. Ja. Siehst du es nicht?
Das Bild siehst du nicht? Ich sehe ein anderes Bild, glaube ich. Ich hab gerade den Namen gedreht. Ich hab euch mal einen Screenshot geschickt. Aber es war dasselbe Bild, fast. Außer, dass Flausch von dir weiter hinten sitzt. Ja, und du guckst zur Seite. Ja. Ich bin da was anderes. Ich hab da was ganz anderes. Du musst dich wenigstens ein Schlüppi anhaben. Ich sag doch, ich hab da was anderes. Wo kommt die Wolke hinter dir her? Welche abstürzen? Oh mein Gott, ich kann die abstürzen, oder? Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja. Infos. Oh, habt ihr da drauf gedrückt auf das Thank You? Ja. Ja. Da steht doch irgendwo dein Name und darunter steht, du bist wundervoll. Schön. Synchronsprecher. 11labs.eu. Oh, er hat es sogar selber mit jemandem und Voice Changer aufgenommen zum Teil. Na. Ha, ich habe mich schon gefragt, ob er auch Japanisch spricht. Aber, oder verstehe ich das falsch? Das sieht aus, als wären das zwei, ne? Weil You Are Amazing ist ja der eine, der uns geschrieben hat. Das andere ist mit Sun am Ende. Das sieht aus, als wäre es jemand Zweites noch. Und Mochi. Mochi ist auch jemand, ne? Das war am Anfang auf dem Grabstein. Und wer ist Flame404? Ich bin irritiert. Wo ist das denn? Ah, oh, ich hab was gefunden. Was? Oh, wer ist das? Tschüss. Wo ist es hin? Was machst du denn da? Was ist das? Der Avatar ist nicht für PCs gedacht. Oh nein, das fliegt mir. Oh. Tut mir leid, ich hab's verloren. Ach, du hast es weggenommen. Hä? Ich hab's aufgefallen. Ja, ist ja, ich glaube, Piris Avatar ist nicht für PCs gedacht. Kann das sein? Warum? Keine Ahnung. Ja, weil er so rumschwackt. Vielleicht ist er für mit VR-Sachen gedacht. Ja, du hast ja genau PC, VR, PC, VR. Oder steht da extra Desktop. Zum Beispiel auch Quest bei, so ehrlich gesagt. Nicht VR, Quest. Das ist ein Mirror. Vielleicht ist es nur ein Quest-Ding. Schön, ne? Kann man noch Musik auswählen? Zahnarztmusik, ne. Aber jetzt erklär mir. Es gab jetzt die KI aus dem ersten Teil und noch eine zweite, ja? Ja. Ja. Und die zweite, dieser Mindbend, hat die erste unterdrückt. Das heißt, sie war gar nicht böse. Ja. Und die haben wir jetzt im Kopf. Nicht mehr. Nicht mehr. Bei Backspace, doch. Mindband verdrängt hat und hat sich selber dann aufgelöst, angeblich in unserem Kopf. Es gibt bestimmt noch einen Teil. Angeblich. Er plant, aber das kann dauern. Die Robbe. Willst du versuchen, sie mitzunehmen? Ja.